So, willkommen zum vorletzten Dungeon in Final Fantasy XII. Und zwar dem Irgendwas riecht Feuer. Wir sind auf Ebene 1 und ja, soll ich einfach nochmal kurz erwähnen, wie viele Stockwerke das Ding hat. Und darunter kann man übrigens noch nicht. Das ist Himmelsbesucher Obacht, beschützt sind wir von Gestalten tiefster Nacht. 3 schwarze Portale, 3 treue Diener, denen wir vermachten einen Teil unserer Macht. Du kannst, glaube ich, auch nach da unten, aber das geht erst, sobald du den Turm, glaube ich, geschafft hast. Und nein, da will ich nicht reingehen, also gehen wir einfach weiter. Genau, wir sind jetzt auf Ebene 1 von 100. Würde ich sagen, starten wir. Ich glaube, das wird mit der Zeit halt immer schwieriger. Und ja, ich werde ein bisschen verschnellern. Aber wie schon gesagt, 100 Stockwerke. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alles in voller Länge sehen wollt, aber... Also ich auf jeden Fall nicht, deswegen. Hä? Ist auch wieder ein Gegner? Nee. Sterblicher auserwählt und mit Allmacht gesegnet, solltest du die Stufen des Turmes erklimmen. Der Turm greift nach dem Himmel, dort schläft es. Das Gespinst der Sonne, der Beweis unseres Paktes. Yep. 100 Stockwerke. Und hier ist anscheinend eine Sackgasse. Aua. Ah ne, warte, hier kann man ja auch noch lang. Hilfe. Also ich glaube, das ist tatsächlich die einzigste Ebene, wo, glaube ich, irgendwie offener ist. Ich glaube, die anderen sind da nicht so offen, habe ich zum Beispiel irgendwo gelesen. Und Reddit würde mich wahrscheinlich ja nicht anlügen. Deswegen glaube ich den jetzt einfach mal. Bring die Schattenperlen. Fahre die Wahrheit am eigenen Leibe, verkünde die Wahrheit mit deinem Munde. Kannst dich auch teleportieren. Ach, und Toxin, du Arsch. Ich weiß gar nicht, was die bringen. Da wird die ganze Zeit irgendwie angezeigt, du kannst mit denen interagieren, aber ich weiß gar nicht, was die machen. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Also man kann auf jeden Fall da in die Mitte anscheinend. Alter, was muss jetzt schon wieder getan werden? Warum seid ihr so Entwickler? Was bringt das jetzt? Aua. Ah, oh, nicht wieder das Pferd. Was hat er mich auch noch gemacht?
Aha. Geopfert werden hier die Schattenperlen, die den Herzen des Bösen erspringen, um zu brechen des Siegels auf guter Portale. Aha, okay. Das erste Bannsiegel wurde gebrochen. Ich brauche anscheinend nochmal eine. Und dann kann ich bei dem anderen Ort wahrscheinlich... Das muss ich aber nicht jede Ebene machen, oder? Ach komm. Niemals. Alter, töte das. So, hier ist die zweite Schattenperle. Ich meine, die sind nicht schwer einzusammeln, aber es wäre halt Gott nervig, wenn wir das jetzt hier jede Ebene machen müssten. So würden Schattenperlen einsammeln. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Darum muss ich noch auf die andere Seite gehen, das sauer machen und dann kann man vielleicht weiter. Es führen ja zwei Wege in die Mitte. Ich denke mal. Ich mach den Dungeon jetzt schon nicht. Also halt die Tatsache, 100 Stockwerke, Alter, ernsthaft. Naja, super, ich wollte ihn gerade einsammeln. Jetzt habe ich noch eine. Für den Fall. Ja, das war so klar. Nochmal so ein Opferding. Ja. Kann man jetzt weiter? Nee. Ganz sicher. War eine andere Kiste. Alter. Bro, der ist gerade einfach gespawnt, hat einfach Gewalt, hat einfach sich für Gewalt entschieden. Alter! Ja, komm. Zack. Ich hoffe mal nicht, ich brauche noch zwei. Ich check gerade nicht. Muss ich jetzt doch noch irgendwie auf die andere Seite? Hä, wie mache ich das? Ich komme doch gar nicht darüber. Gar nichts. Ich komme doch da gar nicht rüber. Ey, komm, wen willst du jetzt eigentlich hier verarschen? Du bist schon wieder gespawnt. Das war in einem Areal. Soll da unten vielleicht was machen? Ich check gerade nicht. Die Dinger sind ja eigentlich hier. Hier ist ja an sich auch eins. Aber da drüben sind doch... Ja, okay, doch, vielleicht. Doch, vielleicht, tatsächlich. Könnte schon sein. Oh Mann, ey. Nervig, nervig, nervig. Also ich weiß halt nicht, die anderen Etagen sind glaube ich nicht so, dass du da irgendwie so Opfer-Szenen oder so bringen musst. Ey, komm, mit ihrem scheiß Toxin, ehrlich. Oh, so tempting. Natürlich ist es eine Falle. Oh, eine Karte. Okay.
Okay, erster Akt ist schon mal ganz aus. Ach, warte, das hier ist vor allem eine Sackgasse. Ja, come on, ey. Ja, egal, immerhin haben wir die. Und wieder unser Werfer auf uns wartet. Er weiß ja schon instant, wo wir rauskommen. Naja, gut, aber es können eigentlich nur noch zwei jetzt übrig sein. Mann, du sollst nicht hier hin, hier lang. Ist hier irgendetwas zum Opfern? Ja. Nice. Da muss hier noch irgendwo eins sein. Ach nee. Waren das jetzt alle? Alles klar. Dann ist wieder zurück. Weißt du, wegen einer jetzt. Ach ja. Naja, ich meine, ganz schlimm war das jetzt nicht, aber wenn es jetzt... Wird aber safe nicht jede Etage jetzt so sein mit den Schattenzähnen, das glaube ich ganz ehrlich nicht, weil das... Also 100 Stockwerke mit sowas, das... Wäre einfach nur beschissen. Du sollst nicht lesen, du sollst es öffnen. Das haben wir doch schon gelesen gehabt. What? What the fuck? Warte, bringt mir jetzt nichts hier. What? Oh ja, noch ein Bosskampf. Ja, super. Oh ja. Oh Gott, Hilfe, nicht verschnellern. Guck, dem bleibt da noch voll viel MP übrig. Der hat jetzt alles eingesetzt. Bahn. Was? Magische und physische Attacken? Was machen wir jetzt? Magische Attacken auch, ne? Probier mal kurz. Ja, abgewehrt. Was machen wir da jetzt gegen den? Müssen wir einfach warten? Jetzt gegen den. Hä, komm jetzt nicht mit der Scheiße. Was ist denn das? Was macht man da jetzt?
ist das denn für ein Müll? Ja, okay. Der Zauber geht irgendwann weg. Aha, okay. Jetzt. An sich auch kein schwerer Bosskampf, aber ich wusste halt nicht, ob das irgendwann weggeht oder ob du da irgendwas Bestimmtes einsetzen musst damit oder halt irgendwas Bestimmtes machen musst damit der wieder, war ich mir jetzt halt gerade nicht sicher, aber es ist anscheinend ein Effekt, den will ich auch haben, kurz einfach unsterblich. Ah. Das 20. Standortwechsel wurde aufgehoben. Ah ja. Aber warte, ich muss doch sein. Och nee. Ach komm. Ich bin noch drauf. Die haben es wirklich wieder gemacht, ha? Ah, schön. Alter. Wer spawnt der Freak jetzt? Wir haben die Eins, damit werde ich einfach dann. Weißt du, es ist halt so tempting. Es ist halt einfach so. Ja, ich möchte es aufmachen, einfach weil es eine Kiste ist. Warte, jetzt bin ich wieder in der ersten Etage. Warte, bin ich wieder zurückgelaufen? Ja, ich bin wieder zurück. Warte, wo muss ich denn jetzt aber lang?
Oh, ich muss wahrscheinlich zurück zum Teleporter, zum Standort. Ich bin so blöd, ehrlich. Ja, ich muss zum Standort wechseln. Okay. Ja, deswegen hieß es ja auch gerade, dass der das Siegel irgendwie aufgebrochen ist oder so. Vielleicht brauche ich die Schattenperlen gar nicht mehr einsetzen. Falls ich habe noch tausende irgendwie von denen eingesammelt. Ah, warte, erstmal zum Kristall. Ich mag den Dungeon nicht. Wir sind immer noch in der ersten Etage, das gibt's doch wohl nicht. Und jetzt erst zweite Etage wahrscheinlich, ne? Ach nee. Okay. Anscheinend muss man nicht alle 100 Stockwerke durchqueren. Was das Ganze tatsächlich ein wenig angenehmer macht. So eine Kiste. Nope. Den nehmen wir anstreben, da suche ich die kreuchenden Geschichte. Kräuchenden Gesichter, deren Haupt grüne Flammen küren. Erlischt die grüne Flamme, wird das Feuer zu steineren Quadern, die einen unsichtbaren Weg pflastern. Das heißt, man muss jetzt einfach jede 10. Etage halt irgendein Rätsel lösen. Das ist halt. Das heißt dann, sagen wir es mal so, es gibt 10 Etagen. Kann man rein theoretisch sagen. Und das hier ist die 10. Das geht eigentlich, das ist gar nicht mal so groß. Aber ich frage mich halt, was man hier halt machen muss. Das ist halt die Frage, ne? Ach, okay, man muss die... Na gut, ich habe welche gekauft. Also muss man die grünen Dinger da töten und dann erscheint ein Weg. Gut, das einzig Böse ist, dass sie Todesurteil einsetzen, aber das könnten wir eigentlich an sich auch heilen, indem wir einfach mit... Okay, irgendwo ist ein Weg erschienen, ich weiß jetzt gar nicht ganz wo. So tempting. Lederkrause. Ja, schon klar, ne? Ist viel besser. Ernsthaft? Aber da steht, da sinkt ja die Stärke extrem, deswegen mache ich es mal nicht. Ach, hier hat sich ein Weg geöffnet. Zumindest hat sich hier angefangen, einen Weg zu öffnen. Ich dachte, einer wäre stumm. Ich glaube, einer war sogar stumm, aber der wurde geheilt. Das ist der letzte. Pfadfinder, der du dem keuchen Grün das Leben aushauchtest, ist die heiße Flamme ihrer Leben erloschen, während sie doch als Stern für immer und ewig.
Ich mach's tatsächlich, oder kann er's haben? Ne, dann gebe ich's, Wahn. Denn seine Stärke steigt extrem dadurch. Und Stärke ist ja auch ganz wichtig dafür, dass wir mehr Schaden machen, nicht nur Angriff. Und Ash hat schon extrem gut, also würde ich einfach mal das Wahn jetzt geben. Achso, okay, ich dachte, ist er verschwunden. Aber nein, es bleibt ja bei stehen. Sonst hätten wir auch ein großes Problem. Lol. Der jetzt schon allein die 19. Etage. Die 20. Okay, dann geht der Dungeon eigentlich doch an sich vielleicht kürzer, als ich dachte. Ja, okay, gut 2 Stunden halt, ne? Ist an sich lang. Aber ich meine, ich war schneller auch dazu, deswegen vielleicht wird es ein bisschen schneller gehen. Ich will es halt für euch ein bisschen enjoyable machen, nicht, dass wir halt die ganze Zeit nur rumlaufen und so. Ungestümer Visionär, der Torheit sei dir verziehen, wenn du einzig deinen Augen traust. Geblendet wird deine Seele von dem von dir Erblickten sein. Höre auf dein Herz und lasse Vorsicht walten. Findest du nicht den wahren Weg, so wirst du nie zum Geschwinst gelangen, dass dieser Welt eine zweite Sonne ist. Oha. Aber ich meine, bisher ist der Dungeon halt pretty straightforward und ich meine, so offen ist es jetzt hier auch nicht wie die erste Ebene, deswegen eigentlich bisher ist der ganz okay. Und auch, dass man halt nicht, dass halt nicht jede Etage irgendwie, dass man nicht irgendwie jede Etage krass erkunden muss, zum Beispiel, das war jetzt gerade, das hier ist zum Beispiel jetzt eine Etage, das hier, das macht den Dungeon halt sich schon ein bisschen erträglicher. Weil ich dachte halt wirklich, jede Etage wäre irgendwas halt. Okay, ich lass Vaan einfach sterben hier.
Aber Todesurteil dauert schon echt extrem lang. Das ist vierfache Geschwindigkeit. Ja, was ist Schutzengel? Ach, Schutzengel heilt komplett. Schutzengel ist dann also gar nicht Ding. Ich hatte es dann falsch verstanden. Warte mal. Dann habe ich es komplett falsch verstanden, was Schutzengel eigentlich ist. Das hier ist dann, also dann sollte ich das lieber so machen an sich. Weil es dann alles voll halt. Oh, warte. Ich möchte nicht unbedingt was hier steuern. Okay, interessant. Suche ohne Schwingen, der du dazu verdammt bist, auf Herden zu wandeln. Mit doppeltem Gesichtern warten sie auf und sind gespalten mit ihrem Sein. Erlöschen die roten Flammen, ebnet Stein einen neuen Weg, doch der Weg der grünen Flammen wird so verschlungen.